Was geht ab, meine Freunde? Wir sind wieder in aller Munde und willkommen zu einem neuen Schnelltest. Heute habe ich für euch von Nestle Nesquik Snack mit der Geschmacksrichtung Latte Milch Leche und einmal mit Kakao. Zwei Geschmacksrichtungen von Nesquik. Ich bin gespannt, wie das Ganze schmecken wird. Doch bevor wir einmal anfangen, einmal liebe Grüße an Yumi, einmal liebe Grüße an Fufa, liebe Grüße an Giolina. Ich habe deine Instagram, wir haben ja über Instagram geschrieben und danke für die tollen und zahlreichen Ideen. Natürlich auch von Yumi und Fufa. Mr. Q, Q007. Vielen Dank für das ganze Feedback und für die Kommentare. Auch natürlich an allen anderen, die ich jetzt gerade nicht so auf dem Schirm habe, die mir jedes Mal schreiben, ey, Yoshi, probier doch mal dies, probier doch mal das. Sei es Maurice, mein kleiner Brudi, oder Flynn. Ich muss eh nochmal ein Video machen, wo ich euch grüße, beziehungsweise alle, die bei diesem Smarties Quiz mitgemacht haben. Ich habe es leider ein wenig vercheckt, werde es aber die Tage nachholen. Freunde, lange Rede, gar keinen Sinn, fangen wir direkt an. So, wir fangen einmal mit diesem Latte Milch Leche an. Ich muss sagen, dass ich die von Nesquik noch gar nicht gegessen habe, diese Sandwich-Snack-Teile. Aber das sieht schon mal sehr cool aus. Hier sind so kleine Muster drauf. Dann die Creme erinnert mich irgendwie an eine Milchschnitte. Vielleicht kann ich da ja auch mal wieder 20 Schichten von Nesquik was zusammen machen, drauf knallen. Schreibt es einfach in die Kommentare, ob ich das machen soll oder auch nicht. Ob ich jetzt generell solche Schichtenvideos lassen soll. Guck mal, intuitiv schneide ich schon das eine hier ab, obwohl ich es gar nicht machen wollte. Ich wollte mir eigentlich nur die Schicht angucken. So. Ah, verdammt. So. So sieht das normal aus. Also nichts Besonderes, keine Füllung, kein gar nichts. Dann probieren wir das Ganze mal. Also. Das Äußere ist ein bisschen dicker als bei der Milchschnitte. Die Creme ist auch ein wenig fester. Schmeckt sehr gut. Also gerade das hier schmeckt sehr stark nach Kakao. Und diese Latte Milch zwischen Dingster, Bumster ist vollkommen in Ordnung. Wobei ich sagen muss, dass dieses Brot in Klammern drumherum vom Geschmack sehr penetrant ist und das Ganze heraussticht. Ups. Ja, Fail. Ich habe das hier einmal schon mal kaputt gemacht. Ups. So sieht es nochmal im Vergleich aus. Einfach mal komplett dunkel. Mit Kakao. Aber auch hier wieder gleiche Muster vom Geschmack her. Hell yeah. Wirklich gut. Sehr schön nach Kakao. Cremig. Geschmackstechnisch. Ein Gaumenschmaus. Freunde, mein Fazit zu den beiden. Also generell das Produkt von Nesquik Snack finde ich lecker. Kann man essen, da macht ihr keinen Fehlkauf, wie gesagt. Könnt ihr probieren, wenn ihr es noch nicht kennen solltet. Ich bin mir aber sicher, dass zu 99% der Zuschauer bzw. ihr das ganze Produkt kennt. Wenn nicht, dann könnt ihr es auch gerne probieren. Es ist auf jeden Fall nicht eklig. Vom Ranking her würde ich sagen, ist das hier bei mir mein Favorite mit Kakao. Und danach würde halt diese Latte Milch Leche kommen. Freunde, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr sagt, das Video war nicht so cool, könnt ihr mir auch einen Daumen nach unten geben. Sonst, wenn ihr weitere coole Flasche Videos mit uns schauen wollt, könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren. Dann klickt ihr einfach da unten links, unten rechts, Entschuldigung. Und klickt auf Abonnieren. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Sonst, wenn ihr weitere Ideen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr generell auch irgendwie uns außerhalb von YouTube uns angucken wollt. Unsere Videos, unsere Bilder. Folgt uns auf Instagram. Steht alles in der Videobeschreibung. In alle Munde. _official. Oder auch privat gibt es uns auch da. Ich habe einen privaten Account. Und der liebe Kahn. Und so weiter und so fort. Freunde, ich habe ja zu viel geredet. Ich würde sagen, ich esse mal weiter. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.